Die Dichte von Quecksilber beträgt 13.600 Kilogramm pro Kubikmeter. Wie viel beträgt die Dichte eines Körpers von 80 Kubikzentimeter, der in Quecksilber schwimmt, wenn 3,57 Kubikzentimeter eingetaucht sind? Wir schreiben zuerst diese Angabe auf. Die Dichte von Quecksilber beträgt 13.600 Kilogramm pro Kubikmeter. Das chemische Symbol für Quecksilber ist Hg. Das ist die Situation. Dieser Körper mit Volumen groß V schwimmt auf Quecksilber. Dieses Volumen groß V beträgt 80 Kubikzentimeter, also so viel Kubikmeter. Das eingetauchte Volumen beträgt 3,57 Kubikzentimeter, also ist das Volumen der verdrängten Flüssigkeit gleich zu 3,57 Kubikzentimeter und das sind so viel Kubikmeter. Gefragt wird die Dichte Rho von diesem Körper und diese Dichte Rho drücken wir in Kilogramm pro Kubikmeter aus. Um diese Dichte Rho herauszufinden, nutzen wir diese drei Formeln. Der archimedische Auftrieb ist gleich zum Gewicht der verdrängten Flüssigkeit. Ein Gewicht berechnet man durch Masse mal Gewichtsfaktor. Der Wert für klein g ist für uns 9,81 Newton pro Kilogramm. Und die Dichte eines Materials ist gleich zu seiner Masse geteilt durch sein Volumen. Da dieser Körper auf dem Quecksilber schwimmt, ist er im Gleichgewicht, das heißt, er sinkt nicht weiter, er wird aber auch nicht weiter nach oben gedrückt. Demzufolge muss die archimedische Auftriebskraft gleich sein zur Gewichtskraft dieses Körpers. Diese zwei Kräfte, Groß G und F-Index AR, sind also gleich stark. Der archimedische Auftrieb entspricht der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit und die wird berechnet durch Masse mal Gewichtsfaktor. Dieses Gewicht wird ebenfalls durch diese Formel berechnet, also können wir aus dieser Gleichheit diese schließen. Die Masse der verdrängten Flüssigkeit mal klein g gleich die Masse von diesem Volumen mal klein g. Und diese Gleichheit können wir durch klein g kürzen. Wir wissen, dass man die Dichte berechnet durch Masse geteilt durch Volumen. Also wird die Masse berechnet durch Dichte mal Volumen. Das wenden wir hier beidseitig an und finden somit, dass die Dichte der verdrängten Flüssigkeit mal das Volumen der verdrängten Flüssigkeit gleich ist zur Dichte von diesem Körper mal sein Volumen. Wir suchen Rho, also setzen wir V an die andere Seite des Gleichheitszeichens und somit finden wir, dass Rho gleich zu diesem Bruch ist. Jetzt brauchen wir nur noch diese Werte hier einzusetzen. Das ergibt dann Rho ist gleich zu diesem Bruch und diesen Bruch noch auszurechnen. Somit finden wir, dass die Dichte Rho 606,9 Kilogramm pro Kubikmeter beträgt, also ist die Endantwort auf diese gestellte Frage, die Dichte dieses Körpers beträgt 606,9 Kilogramm pro Kubikmeter.